just hate girls that aren't me. Hey Leute, willkommen zurück zu Need for Speed Hot Pursuit. Und ich habe ja im letzten Part am Ende schon gesagt, jetzt wird erstmal nur Racer-Sachen kommen. Weil das ist das Finale quasi der Hot Pursuit Polizeiserie. Und das möchte ich dann in einem Part zusammen mit dem Finale der Racer machen. Und deswegen nicht lang schnacken, direkt los. Mach ich mal mit der Corvette, habe ich gerade Lust drauf. Da fehlen jetzt nämlich noch 11 Events bis zum Finale. Und das werden dann so 2-3 Parts werden. Kommt natürlich auch dran, wie viele Versuche ich brauche, wie lang die Rennen sind. Also von daher. Also in dem Part werden wir nicht alle 11 schaffen, das ist nahezu unmöglich in einem 20-Minuten-Part. Ich weiß gar nicht, was das finale Event bei den Racern ist. Entweder ein Rennen oder ein Hot Pursuit wahrscheinlich. Aber, naja. Und wahrscheinlich in der Hyper-Serie. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Aber es läuft. Also, sehr. Wahrscheinlich kriege ich gleich übelst aufs Maul von irgendeinem NPC. Aber bisher. Okay. Wahrscheinlich auch eine neue Bestzeit, weil ich glaube nicht, dass ich es so gut hinbekommen habe. Am ersten Mal durchspielen, ja, richtig. Was ist hier? Hot Pursuit, hier ist ein Rennen. Ich will einmal ganz kurz was gucken. Ich glaube, hier ist Fourth, ja. Ja, mal schauen, welches das letzte sein wird. Ah ne, das war die Hot Pursuit, das wollte ich nicht. Also, es wird mich schon reizen, eben ganz kurz zu wissen. Ja, das ist definitiv das letzte Rennen. Auf
24 Kilometer, das ist schon einiges. Und vor allem, wenn da steht, du bist an der Spitze der Gesuchtliste, ist es schon ziemlich eindeutig, dass es das letzte Event sein wird. So, meine Bestzeit war 2,50, heißt, es wird auch so um den Dreh so lang sein. Also nicht sonderlich lang. Mit dem Wagen bin ich auch schon fast 90 Kilometer gefahren. Sieht man unten unter der Geschwindigkeitsanzeige. Auf dem Tacho. Sieht man, wie viel man insgesamt mit dem Fahrzeug schon gefahren ist. Auch wenn ich in dem Rennen leider nicht die 100 knacken werde. Ich zweifle, dass das gerade 1 Sekunde 30 waren, die ich vor dem war. Das waren vielleicht wenige Zehntel. Um 15. meine Bestleistung, Bestzeit verbessert. Wahrscheinlich bin ich damals mit der Corvette gefahren, glaube ich. 918 Spider Concept. Das ist doch der mit den grünen Felgen. Ja. Reicht. Ne, grünen Bremssätteln, sorry. Nicht ganz mein Fall, aber wird auch welchen nehmen, den es gefällt. So, Hot Pursuit. Zwei Turbo, zwei Störsender und vier Nagelbänder, 4 MP. Na, auch da wieder lieber 4 MP als zwei Störsender. Lieber 4 Störsender und 2 EMP als andersrum. Aber okay. Verdächtiger gesichtet. Wir nehmen ihn uns vor. Bei EMPs werden ja eh nicht gestört von Mates. Also in Klammern Mates. Das wäre ja immer noch meine Konkurrenten. Aber aus dem Drift kann ich da einfach nicht so gut
Wenn ich im Drift bin, kann ich noch nicht so gut sozusagen auf die Straßensperre so zählen, dass ich durchkomme. Wenn die so nah nach der Kurve steht. Nagelbänder können sie ruhig benutzen, wie viel wir wollen. Vor mich kommen sie eh nicht. Außer ich baue einen Unfall. Ja gut. Aber es scheinen auch sehr viele andere hängen geblieben zu sein. Oh nein, ein 722. Das war gar nicht ganz kurz gucken, wie viel Leben ich noch habe. Okay, noch genug. Wir haben Einheiten verloren. Schick den Rettungsdienst. Abschleppwagen ist unterwegs. Boah, Alter, die 722 sind echt nervig. Ich hatte das Gefühl, die unterschiedlichen Fahrzeuge haben auch unterschiedliche Angriffsmuster. EMP aktiviert. Also bisher war es irgendwie so, die Continental haben immer EMPs benutzt. Die 722 rammen die ganze Zeit dich weg. Die, nur Cialagos benutzen meistens Nagelbänder, habe ich das Gefühl. Also haben die wirklich unterschiedliche Angriffsmuster, was die Autos angeht? Oh Gott, nein. Ich hab richtig gefällt. Natürlich hat das noch gezählt als Treffer. Bestimmt Spiel. So, weg mit dir. Einfach mal so ein Takedown. Kriegt man dafür Nitro? Bitte. Nee, kriegt man nicht. Holy. Okay, da vorne spawnt dann wieder ein Kopf nach. Ah ne, der fährt außerhalb der Reichweite. Oder auch nicht. Gut, dass er abgebremst hat. Ach, fühlt sich erst gut an, wenn so eine Röhre aufs Maul bekommt. Was will denn der Dings hier? Alter, wir sind drei extrem starke Cops, ja. Boah, wie mich das gerettet hat, glaube ich. Weil ich dadurch nicht in das Helikopter-Nagelband gefahren bin. Ist der aber auch noch hinter? Nee, der 722.
Alter, wie ich mich gerade durch alle Nagelbänder dadurch mogel. Ich brauche den Rettungsdienst. Mit Abstand locker. Das Nagelband ist auch noch lang gerutscht. Ey, so viel Spaß hatte ich bei dem Spielgefühl noch nie. Warnungsstufe 12. Easy. Neue Serie. Jetzt kommt die Hyper-Serie, das wird geil. Stufe 3, wie wird der denn, Alter? Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Aktuelle Weiterentwicklungen unserer Turbo-Drive-Technologie ermöglichen einen zweifachen Anstieg der Leistung. Welchen Supersportwagen man auch fährt, es gibt immer Situationen, in denen man noch einen Zahn zulegen muss. Und die ACR ist natürlich auch krass. Okay, also ein Event kriege ich auf jeden Fall noch hin. Und das wird noch eine Hot Pursuit. Weil ich kein anderes Event habe. Mit dem Baron. Oh, 3 Turbo, 5 WMP, 5 Steuersender, 5 Nagelbänder. Das Inventar gefällt mir doch mal. Ich hoffe mal, die ist jetzt nicht 6-7 Minuten lang. Okay, 4 Minuten. Hier scheint irgendein Rennen zu laufen. Ich werde versuchen, es zu unterbinden. Dann weiter. Wie viele Autos, die sich aber auch leisten können. Vor allem so F1 und so weiter. Die ja extrem einmal selten sind. Also dann benutzt sie ja auch noch extrem seltene Fahrzeuge. Die werden einfach nur zerstört. Er fährt einfach nicht ran. Ich muss es mit Gewalt versuchen. Hä, was machen deine F1 da? Okay. Nagelband einsatzbereit. Die verfolgen ja quasi auch nur mich. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Haben die anderen Fahrer vielleicht auch quasi immer so ein Fahndungslevel? Und die befolgen einfach mal den mit dem höchsten Fahndungslevel? Mehr? Oder fokussen den mehr? Weil als ich das Projekt angefangen habe, habe ich das Gefühl, dass die auch andere verfolgt haben, ja. Okay, das war absolut gefailt. Sag was. Verkehrsunfall, wiederhole, Verkehrsunfall. EMP aktiviert, Ziel wird erfasst.
An alle Einheiten, das Kommunikation. Warum auch immer der Wagen jetzt so laut ist. Ich dürfte auch nicht mehr so viel Leben haben können, aber auf. Na, noch mehr als die Hälfte, das reicht noch. Mann, ich will nach hinten gucken, mich Fotos machen. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Alle Einheit, wir messen einen Energieanstieg beim Verdächtigen. Seid vorsichtig. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Immerhin keine Crashcam. Mann. Also der Helikopter hat auch noch den Vorteil, dass man nichts sieht als Fahrer. Nagelband einsatzbar. Kann ich ausnehmen? Mann. Boah, ey, schaffe ich das überhaupt? Ich weiß nicht. Verdächtiger hat einen Unfall. Wiederhole. Verdächtiger hat einen Unfall. Und 3,6 Kilometer. Echt. Verdächtiger fährt extrem aggressiv. Wir müssen das hier jetzt beenden. Einsatzbereit. Finde ich auch gut. Hudson Tech. Modernste Automobiltechnologie für den Zubehörmarkt. Wir präsentieren Barrage, unseren bislang leistungsstärksten Störsender. Das Gerät bietet einen digitalen Funkfrequenzspeicher und eine Direktverbindung zu unserer ständig aktualisierten Datenbank von Verkehrspolizeifrequenzen. Barrage ist jederzeit einsatzbereit, wenn es um völlige Diskretion geht. Und damit würde ich sagen, das war's auch für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War auf jeden Fall wieder mal ziemlich krass, was da wieder mal alles passiert ist. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.